vor uns jetzt die Stockstädter Eisenbahnbrücke, unser heutiger Lost Place. Natürlich nicht die heutige Brücke, sondern wir suchen in diesem Video nach Spuren des Vorgängerbaus. Thank you.
Man erkennt gut, dass für die neue Brücke Teile der alten Sandsteinpfeiler weiter genutzt wurden. Hier nun die nördliche Vorlandbrücke. Die Vorlandbrücke hat die Sprengung 1945 überstanden und wird heute noch genutzt. Eigentlich wollte ich noch eine kleine Kajaktour zur Stockstädter Brücke machen, aber der Sommer ist schon vorbei, es ist viel zu kalt. Hier kann man gut erkennen, dass für die neue Brücke Teile der alten Brücke weiterverwendet wurden.
Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Über ein Like würden wir uns freuen.